Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder einem Geist geholfen oder zwei, je nachdem wie ich das Ganze zusammengeschnitten habe. Und diese Geschichte nähert sich so langsam dem Ende, aber wir sind noch nicht am Ende. Es kommt noch einiges davor. Deswegen müssen wir jetzt mal mit dem guten Herrn hier sprechen. Ihr Königspfeil, seid gegrüßt. Wo kann ich Jorun finden? Ihr findet seine Majestät im Lager die Straße hoch. Passt auf euch auf. Die Würmer greifen uns jetzt in Massen an. Ich werde ihn dort treffen. So, die Straße hoch. Wo ist die Straße hoch? Wahrscheinlich hier hinter dem Berg, ne? Genau. Dann werden wir aber mal kurz den Wegschrein noch freilegen. Hat das jetzt ja. Komme ich hier wieder ganz blöd von der falschen Seite? Jorun. Verdammte Würmer! Sie zu vertreiben, wird uns teuer zu stehen kommen. Aber trotz all unserer Bemühungen haben wir vielleicht noch immer nicht genug Männer für einen Sieg. Ich bin hier, um zu helfen. Und keinen Augenblick zu früh. Wir können nicht auf weitere Verstärkung warten. Wir müssen diese Bastarde zurückschlagen, bevor wir unsere einzige Chance vertun. Baldur hat mir von euren Taten in Tarengraf erzählt. Nun sind alle unsere Helden zusammengekommen. Und wir werden euch alle brauchen, um diese verdammten Würmer zu töten und das zurückzuholen, was rechtmäßig uns gehört. Was macht der Wurmkult hier? Sie erschaffen eine Armee aus Daedra. Noch schlimmer, ihr Anführer Talik Wurmvater. Dieser Bastard hat Isgramors Axt Wutrad gestohlen. Und er hat den Geisterriesen Sinmur erweckt. Klingt ganz danach, als stünde uns eine heftige Schlacht bevor. Viele sind heute nach Sovngarde gegangen und viele weitere werden folgen, wenn wir nicht diese Portale schließen und Talik Wurmvater aufhalten können. Kein gewöhnlicher Soldat kann damit fertig werden. Für diese Aufgabe brauche ich euch. Ihr könnt auf mich zählen. Die Geister von Isgramors Gefährten werden mit euch gegen die Würmer ziehen. Sprecht mit Valdur, bevor ihr geht. Und Kühne sei mit euch, meine Freundin. Ihr habt all diese Leute hier versammelt? Wenn der Skaldenkönig ruft, dann antwortet das Volk. Ich hätte mich schon vor langer Zeit um die Bedrohung durch den Wurmkult kümmern müssen, bevor sie zu solcher Stärke kamen und so zahlreich wurden. Wir müssen sie hier besiegen. Dann können wir ihr Lager an der Bogenwindspitze angreifen. Wo ist die Bogenwindspitze? In den Bergen im Westen. Ein sehr abgelegener Ort. Es wird nicht leicht sein, dorthin zu gelangen. Aber eins nach dem anderen. Haltet den Wurmkult hier auf und holt Wutrad zurück. Wie lautet der Plan für die Truppen? Wir haben ohnehin schon zu wenige Soldaten. Bis ihr die Portale geschlossen habt, können sie die Daedra nur zurückhalten. Schneidet ihren Verstärkungen den Weg ab und ich werde den Befehl geben, hineinzustürmen. Essen lecken. Was? Basti, was willst du lecken? Ich hab's nicht verstanden. Ja, wenn der König ruft, dann antwortet das Volk. Das ist in Deutschland auch so. Allerdings schreit das Volk dann eher zurück, als zu antworten. Valdur. Dieser Unhold Talik Wurmvater. Er darf Wutrad nicht in den Händen halten. Wir werden sie zurückholen. Der Soldat des Königs, Hauptmann Rosta, sucht selbst jetzt nach dem Wurmvater. In der Zwischenzeit müsst ihr die Daedra aufhalten, die aus Kalthafen kommen. Was muss ich tun? Es gibt vier Portale in den Ruinen. Sie werden von zahlreichen Kultisten und Daedra bewacht. Aber wenn ihr die Portale finden und sie schließen könnt, würde das ihre Zahl verringern. Der Segen von Isgramors 500 Gefährten wird mit euch sein. Könnte nicht einer von euch an meiner Seite kämpfen? Unsere Macht stößt an ihre Grenzen. Aber eure Not ist groß. Nun gut, wir werden einen der legendären 500 auferstehen lassen, um euch in diesen Zeiten der größten Not zu helfen. Dieser Geist wird mir im Kampf helfen? Ei, selbst im Tode gelüstet es die Gefährten danach, für Himmelsrand zu kämpfen. Möchtet ihr mit einer Kriegerin, einem Feuermagier oder einer unserer talentierten Heilerinnen in die Schlacht ziehen? Trefft eure Wahl und sie werden alsdann an eurer Seite kämpfen.
Also, Heilerin bringt mir natürlich nicht viel, weil ich kann mich ja zur Not auch selbst heilen. Kriegerin finde ich persönlich immer ein bisschen blöd, weil die immer zu lange brauchen, um überhaupt zum Feind hinzulaufen. Deswegen wähle ich den Feuermagier. Ei, eine weise Wahl. Dieser Knabe bot der Macht des Roten Berges die Stirn und singt davon bis zum heutigen Tage in Sovngarde. Das ist doch schön. Wo finde ich den jetzt? Oder ist das... Ach, das ist der hier. Okay. Wir müssen im besetztes Gebiet. Schließt das südliche Port... Ach so, das sind diese... Ja, ja, ja. Ich weiß es wieder. Da sind auch Lamien, glaube ich, zu finden. Also wäre noch eine... dahin... Nee, das sind keine Lamien. Das sind hier diese... Wie heißen die Viecher? Oh, guten Tag. Ich wollte eigentlich nur mal eben... Das ist ein Lamien. Was seid ihr denn jetzt hier? Ernterin, genau. Ich kam gerade nicht drauf. Oh Gott. Naja, wir haben fast 30 Grad. Es ist zwar keine Sonne, aber wir haben trotzdem die 30 Grad. Und, ne? Ihr wisst ja, Dachgeschoss oben. Da ist das Gehirn schon mal Matsche. Ich kann spüren, wie die eisige Berührung von Kalthafen langsam entschwindet. Gut gemacht. Oh, aber ich konnte gerade spüren, was das für eine eisige Berührung war, als du durch mich durchgelaufen bist. Was war denn das gerade? Okay, schwimmen wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ich wollte eigentlich nur den schnellstmöglichen Weg dorthin finden. Komm, geh bloß nicht da hoch, ehrlich. Sie dann aber auch nicht sterben. Hallo? Ihre Konzentration lässt nach. Macht weiter. Ja, mach ich. Ich muss nur noch weiteren Turm finden. Lalalalalalalala, wo ist der Eingang? Guten Tag, wahrscheinlich habt ihr mich gar nicht gesehen. Oder hättet mich gar nicht gesehen, wenn ich in euren Rücken reingelaufen wäre. Hallo? Ich stand hier voll im Block, ja? Was soll denn das? Da haben wir jetzt wieder den Block. Ein weiteres geschlossenes Portal. Dass man blocken kann, ist aber nicht als Blocken gewertet wird. Ich hab doch keine Ahnung. Es kommen immer so viele Bugs wieder zurück, die man schon lange als abgeschlossen geglaubt hatte. Also mit jedem, ja, spätestens mit jedem Kapitel. Meistens auch schon mal mit den DLCs. Oh, ich kann nicht mehr reden. Und her, Jungs und Mädels. Ich hab euch nicht gern. So mach ich euch jetzt platt, damit ihr seid dieser Welt. Ich finde das immer so toll, wie der mich dann, wenn ich so 3 Meter neben diesem Ding hier stehe, immer noch treffen kann. Aber egal. Meines ist ja nicht gut. Metallic Wurmvater gefunden. Kommt zum Portal im Zentrum der Ruinen. Ich komme. Irgendwie. Schnell, vielleicht. Das Portal. Metallic Wurmvater hat sich durch das Portal nach Bogenwindspitze zurückgezogen. Los, schnell! Hauptmann Roster ist schon da. Wenn ich los, schnell höre, dann gehe ich da durch. Mann, dann red doch nicht noch. Schlimm. Guten Tag, guten Tag. So wie der Zauberer hier rechts, habe ich das früher auch immer gemacht. Ach nee, das war gar kein Zauberer, das war ein Gegner. Ich habe nur die Zwielichtschwinge gesehen, habe gedacht, das wäre ein anderer Spieler. Angriff! Wie Angriff? Ich denke, du bist tot. Basti, wie lange brauchst du bitte dafür? So, was mit dir? Das wirst du mir nicht erzählen, oder? Ich dachte, du sagst noch was. Moment, da hinten ist ein Weg. Den müssen wir nehmen. Wir prügeln uns ausnahmsweise mal überall durch heute. Ich glaube, das kann jetzt nicht so gut abkürzen. Solange wir auf dem Weg dahin sind, ist alles okay. Die können wir eigentlich stehen lassen.
Nur die, die in der Mitte, die kann man natürlich auch stehen lassen. Ja, ich weiß, ich mache sowas auch gerne. Damit es halt ein bisschen schneller geht, aber... ich dachte, ich müsste das Ding zerstören. Okay, hi. Kühne sei Dank. König Jorun sagte, dass ihr kommen würdet. Aber ich hatte schon meine Zweifel. Wir dachten, wir hätten Talik Wurmvater in die Ecke gedrängt. Aber diese verdammten Kultisten haben hart gekämpft. Meine Soldaten wurden alle getötet. Ich habe als einziger überlebt. Hallo, wir haben uns doch schon kennengelernt. Ein bisschen mehr Vertrauen in meine Person, ja? Wohin ist Talik Wurmvater gegangen? Er ist dort unten. Und da hat er auch Wutrat. Ich mache mir Sorgen darum, was er vorhaben könnte. Aber ich komme nicht durch die Tür. Sie ist durch eine Art schrecklichen nekromantischen Schutzzauber gesichert. Gibt es einen Weg, den Schutzzauber zu brechen? Es ist ein lebendes Opfer erforderlich. Jemand muss den Edelstein dort im Ritualkreis berühren. Derjenige wird sterben, aber es wird möglich, die Tür zu öffnen. Einer der Kultisten hat es für den Wurmvater getan. Es muss einen anderen Weg geben. Nein, es bleibt keine Zeit. Die Tür muss geöffnet werden und ihr müsst Wurmvater folgen. Ich werde das Opfer sein. Es ist das einzig Richtige. Es wird mir endlich meinen Platz in Sovngarde sichern. Könnten wir nicht stattdessen einen Feind opfern? So schlecht das auch sein möge, ich kann nicht behaupten, dass ich mich schuldig fühlen würde. Wisst ihr, weiter oben nahe des Portals sah ich einen Regmannen in einem Käfig. Vielleicht hat er sich vom Kult losgesagt. Ich schätze, ihr könnt ihn hierher bringen und ihn überlisten, den Edelstein zu berühren. Jetzt weiß ich, warum die sich bei mir immer selber getötet hat, weil ich immer mit E weitergedrückt habe. Das ist nicht gut. Gute Idee, ich bin bald wieder mit ihm zurück. In Ordnung, aber beeilt euch. Was immer Talik Wurmvater da unten treibt, wir müssen da rein und ihn aufhalten. Und zwar schnell. Jawohl. Findet den Gefangenen... ach, da hier... ich wäre hier fast wieder runtergeflogen. Moment, da müssen wir hier den Weg hochlaufen. Ja, wir können ja nicht einfach zulassen, dass sie sich hier opfert. Und ich habe mich immer gefragt, warum die blöde Kuh sich unbedingt opfern muss und dass das doch so traurig ist. Ja, wenn ich natürlich immer E drücke, ist das klar. Ihr gehört nicht zum Kult, oder? Bitte helft mir. Sie haben mich aus meinem Stamm entführt. Warum hat Wurmvater euch eingesperrt? Ich habe mich ihm widersetzt. Es gab ein Ritual. Ein Kind. Sie erinnerte mich an meine Broka. Ich sollte sie für den Kult opfern. Das konnte ich nicht. Ich habe das Mädchen freigelassen und ich bereue es nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich euch glaube. Ich bin doch nur meinem Häuptling gefolgt. Hättet ihr das etwa nicht getan? Talik Wurmvater versprach uns Ruhm, ewiges Leben und Macht. Es waren nur Lügen und Asche. Ich bin dem Krieg leid. Bitte, ich will nur nach Hause zu meinen Kindern. Ich hasse euch, Teso. Ich glaube ihm wahrscheinlich schon, dass er das so gemacht hat. Und wenn er wirklich Kinder hat, ist es natürlich sehr schade. Ich will aber auch nicht, dass der Hauptmann stirbt. Deswegen bin ich jetzt mal ganz gemein und sage, folgt mir, ich führe euch zu einem Ausgang. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde ins Reg zurückkehren und ein gutes Leben führen. Bringen wir euch fort von hier. Oh Gott, ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen. Meine Mädchen werden so glücklich sein. Sie haben geweint, als ich gegangen bin. Jetzt habe ich noch ein schlechteres Gewissen. Ah, Leute, sowas könnt ihr mir doch nicht antun. Wirklich nicht. Geht's noch? Ist das der Ausgang? Es tut mir leid. Ich bin bereit. Wie kommen wir hier heraus? Sie möchte nach Sovngarde. Sie möchte sich opfern. Und er scheint ja wirklich Familie zu haben. Boah, ihr seid so scheiße. Die Kinder haben geweint, als er weggegangen ist. Ja toll, warum ist er dann weggegangen?
berührt, das Juwel im Kreis, um ein Portal zu öffnen, das euch hier herausführt? Nun gut, vielen Dank. Ich bereue es wirklich, an diesem Angriff teilgenommen zu haben. Wenn ihr je das Rake besucht, vielleicht könnt ihr dann ja meine Mädchen treffen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber du hast die Entscheidung getroffen, dich auf die Seite des Bösen zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, meine Familie zu sehen. Nein! Ah! Du wirst sie wiedersehen. Im Tod. ja. Ich glaube nicht, dass ich diese Schreie je vergessen kann. Ich hoffe, dass er eines Tages zu seiner Familie zurückkommt. Geht weiter. Geht und schnappt euch diesen Bastard von Wurmvater. Ich komme alleine zum Portal zurück. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau, die noch kämpfen kann. Es tut mir leid. Es war nicht gut, ich weiß. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich musste es jetzt durchziehen. Also ich musste es nicht durchziehen, aber ich habe es jetzt durchgezogen. Um die Kinder tut es mir leid. Um ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also ein bisschen schon, aber ja. Er wusste ja, was er macht, wenn er da zum Wurmkult geht. Auch wenn sie ihn vielleicht mit Lügen überredet haben, ja. So einfach besiegt er mich nicht. Ja, ich gebe zu, es war nicht richtig, aber ich habe mich jetzt immer so entschieden. Ich werde den Wurmkult niemals besiegen. Ich überlasse Sinn nur meinen Geist. Wutrat ist nichts für dich, Kleine. Aber für dich, Kleiner, oder was? Ich... Talik ist tot. Lang lebe Sinmor, oder wie? Was ist gerade passiert? Ihr habt dasselbe gesehen wie ich. Wir haben das Ritual aufgehalten und ihr habt Talik getötet. Aber Wutrat wurde zerschlagen. Talik setzte die verbliebene Kraft der Axt ein, um mit Sinmor zu verschmelzen. Können wir die Axt wieder zusammensetzen? Vielleicht, aber die Bruchstücke der Axt sind verschwunden. Wenn man sie finden würde, könnte man Wutrat wieder instand setzen. Wenigstens bleibt uns das Heft der Axt. Nehmt es euch und dann verschwinden wir von hier. Gut gemacht. Nehmt das Portal zurück ins Lager des Ebenherzpaktes. Ich wollte aber doch noch mit dir reden. Heute läuft nicht alles schief. Ach ja, ich bin wieder da mit einem richtig schlechten Gewissen. Akra sagte mir, dass Talik Wurmvater besiegt wurde und dass Wutrat dabei zerschlagen wurde. Besorgniserregend, ja. Aber macht euch keine Vorwürfe. Ihr habt mit dem Mut von Iskramor gekämpft. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ihr habt das Blatt gewendet und dem Wurm den Kopf abgeschlagen. Ohne Talik Wurmvater ist der Kult empfindlich geschwächt. Dank euch kann ich jetzt den Sieg am Horizont sehen. Und wir erhalten einen Flammenstab vom Hexenwerk und einen Fertigkeitspunkt. Bevor ihr zurückgekehrt seid, haben einige unserer Soldaten gesehen, wie der Geisterriese Sinmur aus den Bergen herabgestiegen ist. Er zog in Richtung Osten nach Riften. Sollen wir ihm nachgehen? Ja. Folgt ihm bis ans letzte Ende Tamriels, wenn es sein muss. Ich habe Truppen in die Rauchfrostgipfel geschickt, um Riften vor seinem Kommen zu warnen. Aber ihr solltet euch auch in diese Richtung aufmachen. Was ist mit Wurat? Wutrat? Die Bruchstücke von Wutrat wurden über die Rauchfrostgipfel verteilt. Seid wachsam und bergt alle Bruchstücke, die ihr auf eurer Reise findet. In Riften sprecht ihr mit Wachhauptmann Vivica. Sagt ihr, dass ich euch schicke. Ich werde tun, was ich kann. Ich sehe euch auf dem Rauchfrostgipfel, meine Freundin. Wenn nicht dort, dann in Sovngarde. Kühne sei mit euch. Was werdet ihr tun, eure Hoheit?
Ich werde die Truppen des Pakts nach Trollhättar führen, an die Grenze von Himmelsrand. Es ist ein Ort voller Magie. Warum nach Trollhättar? Ich mache mir Sorgen, meine Freundin. Ohne unseren heutigen Sieg hätte sich die Ebenenverschmelzung womöglich über ganz Tamriel ausgebreitet. Also werde ich nach Trollhättar reisen und sehen, was mir die Magier des Paktes sagen können. Ja, und damit und mit einem doch sehr schlechten Gewissen. Ich weiß, ich habe mich auch schon mal anders entschieden und ich meine, da hat er sich dann bedankt und sie hat gesagt, ja, wir konnten nicht zulassen, dass er nicht mehr zu seinen Mädchen kommt oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich hätte mich auch schon mal anders entschieden und das wäre ungefähr so gelaufen. Ja, es tut mir leid für den armen Vater. Ich meine, damals hätte er eigentlich wissen müssen, worauf er sich einlässt, auch wenn er sagt, er wurde ein bisschen überlistet und ne, mit falschen Versprechungen rübergelockt und so. Und ja, ich bin ganz ehrlich, warum tut man sowas? Seine eigenen Kinder, also seine eigenen Mädchen weinen, dass er fortgeht. Warum ging er fort? Ja, er hätte auch einfach bleiben können und das Ganze wäre gut für ihn ausgegangen. Aber naja, ich war auch ein bisschen hinterhältig. Das gebe ich ganz offen zu. Es tut mir auch wirklich leid, auch wenn das Ganze nur ein Spiel ist, aber ihr wisst ja, dass ich bei meinen Entscheidungen doch immer sehr intensiv auch mit dabei bin. Deswegen brauche ich jetzt erstmal eine kleine Pause, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Und wir sehen uns dann nicht in Trollhättar, glaube ich, sondern da irgendwo in der Nähe. Also Richtung Riften, glaube ich, sollten wir uns aufmachen. Wir sehen uns dann dort in der nächsten Folge wieder. Oder vielleicht auch hier. Ich weiß nicht, wie weit das entfernt ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.